Denn Mario Kunasek, FPÖ, ist der nächste Redner. Nicht mehr da, hat sich auch nicht zu Wort gemeldet. Stellt man schnell auch fest, wie rasch auch Anspruch und Realität auseinanderklaffen, gerade auch im Bereich der Landesverteidigung. Denn wenn wir heute in Überschriften lesen, dass wir für ein modernes und leistungsfähiges Bundesheer stehen, dass wir eine Reform des Bundesheeres brauchen mit mehr hin zur Truppe und dass wir eine Steigerung der Einsatzbarkeit und der Übungstätigkeit der Miliz haben, dann sage ich ja, das glaube ich wissen wir alle und alle, die auch im Verteidigungsausschuss sind, fraktionsübergreifend mit unterschiedlichen Ansätzen wollen wir das. Wir alle wissen aber auch, meine sehr geehrten Damen und Herren und meine sehr geehrten Damen und Herren auf der Regierungsbank, dass es ohne die budgetären Mittel dieses Bundesheer, das hier aufgezeichnet wird und skizziert wird, wohl nicht geben wird. Und wir alle wissen auch, dass wir mit rund 0,6% des Bruttoinlandsprodukts in Europa ja, Spitzenreiter, aber leider von hinten auch sind, was das Verteidigungsbudget betrifft. Und wenn wir heute auch wissen, dass wir bereits 1 Milliarde Euro bis 2016 zu sparen haben im Bereich des Heeres und über die Zeitungen, über die Medien erfahren, dass wir in den nächsten Jahren noch einmal 250 Millionen sparen sollen, na, dann frage ich mich ernsthaft, was sind diese Überschriften in diesem Regierungsprogramm wirklich wert? Meine sehr geehrten Damen und Herren, militärisch gesehen ist der Plan der Durchführung so wohl nicht gegeben. Und ich sage das auch ganz offen, es verwundert jetzt auch nicht. Wir erinnern uns 2009, Generalstabschef Eintacher war noch im Amt, hat es diesen berühmten Brief gegeben, den er dem Verteidigungsminister, dem damaligen Darabosch, übergeben wollte, der dann zuerst nicht angenommen wurde, wo hochrangige Offiziere ihre Sorge auch zum Ausdruck brachten, weil sie gesagt haben, wir haben zu wenig Budget, um unsere Aufträge zu erfüllen. Heute haben sich die Zeiten geändert. 2013 gehen hochrangige und höchstrangige Offiziere offen und öffentlich auch her und machen diese Kundtuung zum Beispiel auf der Landesverteidigungsakademie an der LAVAG vor 3 Wochen, wo man unverblümt die Realität auch skizziert und aufzeichnet, wenn davon gesprochen wird, die Luftraumüberwachung ist nicht mehr sicherzustellen, die Beschaffungsvorgänge ab 2014 sind in Frage gestellt, die Miliz ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht finanzierbar und das Budget für die Wehrdienstreform, für die wir alle stehen, muss von anderen Bereichen abgezogen werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, so viel zu Anspruch und Realität. Und ich glaube, eines, leider, der Minister ist nicht da, aber eines muss uns auch klar sein, Truppenbesuche im In- und Ausland, diverse, sage ich, zackige Auftritte und Ansprachen in militärisch straffer Sprache reichen nicht aus, um das umzusetzen, was in diesem Regierungsprogramm skizziert ist. Aber eines kann ich auch für meine Fraktion sicherstellen. Wir werden gemeinsam hier auch im Verteidigungsausschuss daran arbeiten, diese Versprechungen umzusetzen, aber vor allen Dingen auch etwas zu tun und zu handeln und nicht nur davon zu sprechen. Was das Budget für Landesverteidigung angehe, sei Österreich europaweit Schlusslicht, kritisiert Mario Kunasek, Sprecher für Landesverteidigung der FPÖ. So müsse gar das Budget für die Wehrdienstreform aus anderen Bereichen abgezogen werden.